Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Floral. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Floral. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es noch ein kleines Fazit. Ja, Floral ist ein Spiel vom Autor James Newman, Illustration Anton Pfirsig. Erschienen ist das Ganze bei Edition Spielwiese. Auf der Rückseite steht leichter Einstieg, spricht also auch für ein Spiel, wo man recht schnell reinkommt, einfache Regeln. Und ja, mit Blicke auf die Spielzeit sieht man auch, es wird sehr schnell gespielt. 15 bis 25 Minuten steht hier auf der Seite. Ab 8 Jahre ist das Ganze für 1 bis 5 Personen. Zu den einzelnen Angaben komme ich noch im Fazit. Und was machen wir bei diesem Spiel mit Pflanzen und Blumen? Naja, wir lassen sie wachsen. Wir lassen die Blumen wachsen und gedeihen. Aber die Blumen in der eigenen Auslage verändern sich immer wieder. Tja, das steuere ich mit meinen Karten, weil das hängt auch davon ab, was für Wertungskarten ausliegen, weil aufgrund dessen orientiere ich mich und so versucht man, möglichst viele Punkte zu machen, bis der Nachziehstapel quasi sich zum Ende neigt. Vor Beginn der Partie müsst ihr schauen, abhängig von der Spielanzahl werden Karten aussortiert, mehr, weniger. Das seht ihr aufgrund der Kennzeichnung der einzelnen Karten und so seht ihr schon mal die Auslage. Aber ich bin schon quasi fast mittendrin in einer Partie, aber der erste oder die erste Runde, die bringt noch ein paar Besonderheiten. Die möchte ich euch kurz zeigen, dann ist es soweit klar und dann steigt man direkt in die Abläufe ein und die sind wirklich nicht schwer. Ihr seht schon die Auslage und was macht man? Zuerst einmal bekommt jeder 3 Karten auf die Hand. Das ist das Erste. Und dann führt man quasi die Aktionen dann durch. Und zwar in der ersten Runde, und das ist wichtig, da gibt es eine Besonderheit, da gibt es eine kleine Anpassung, weil da wählt man quasi eine der Karten und legt sie erst einmal beliebig aus. Und zwar hier offen, einfach auf den Tisch. Ohne Vorgabe, ihr legt sie einfach hier offen aus, wie man das hier sieht. Mit der zweiten Aktion erfüllt man ja normalerweise einen Auftrag. Aber in der ersten Runde findet das nicht statt. Und so gehen wir auch gleich zur dritten Aktion über. Ich werde es euch nachher jetzt noch im Spielauflauf nochmal zeigen, was die Aktion angeht. Aber in der ersten Runde sind wir jetzt schon bei Aktion 3. Ja, und da wählen wir eine. Wir haben jetzt nur noch 2 Karten. Eine ist hier ausgelegt worden und eine der 2 verbliebenen Karten wählen wir jetzt aus. Und die legen wir verdeckt in die Mitte. Das heißt, die lag vorhin verdeckt quasi in der Mitte. Es findet noch keine Wertung in der ersten Runde statt. Man denkt, man könnte ja auch 3 Karten hier in die Mitte legen. Nein, man nimmt dann eine seiner 2 verbliebenen Karten und legt sie dann in die Mitte aus und zwar verdeckt. Haben das alle jetzt gemacht? Es wird ja immer wieder aufgefüllt auf Karten, auf 3 Handkarten. Ihr seht es, werden dann diese 3 Wertungskarten offengelegt. Das heißt, jeder hat seine 3 Karten, hat eine offene Auslage und das sind die 3 Wertungskarten. Und jetzt kann man quasi in das Spiel einsteigen. So, und jetzt schauen wir uns nochmal die Aktion an. Wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, galt für die erste Runde. Aber jetzt ist man quasi dran, reihum wird gespielt. Und das Erste, was man macht mit der Aktion, man pflanzt. Tja, und was pflanzt man? Man pflanzt quasi eine Handkarte. Das sind meine Handkarten. Die legt man quasi auf seinen Bereich, auf seine bestehende Pflanze. Ja, immer mit Blick auf die einzelnen Wertungen, für was es Punkte gibt. Weil hier gibt es 2 Punkte für Rot, 1 Punkt für Blau, 2 Punkte sogar für Blau. Was mache ich? Ich muss definitiv eine meiner Karten ausspielen. Und jetzt gibt es lediglich eine Vorgabe. Ich nehme jetzt einfach mal diese Karte. Die Karte muss mindestens 2 Felder verdecken. Also hier 2 Felder. Das muss auch nicht gleich sein. Bei manchen Spielen muss man schauen, wie legt man das dann an, damit man das aufeinander platzieren kann. Nein, die K bzw. die Farben spielen hier keine Rolle. Und so könnte ich das beispielsweise so anlegen. So. Das heißt, da habe ich jetzt schon mal ein großes rotes Gebiet und hier auch so ein rosa Gebiet, 2 blaue Felder. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und das ist quasi die erste Aktion. Das ist das Pflanzen der Handkarte bzw. der Karte. Und jetzt geht es an den Auftrag. Zweite Aktion, sofern es möglich ist, ganz klar, weil ich kann maximal einen Auftrag erfüllen. Ich schaue mir an, was in der Mitte liegt, ja, und ich vergleiche das mit meinen Mitspielenden. Wo haben sie Mehrheiten? Weil ich brauche eine alleinige Mehrheit. Das heißt, ich könnte mir diese Karte sichern, weil mein Gebiet hat eine Größe von 3 und zwar wird immer das jeweilige größte Gebiet gesehen. Das heißt, diese Karte, die nehme ich mir jetzt, weil ich habe es verglichen mit meins hat eine Größe
Größe von 3 und die Karte nehme ich mir und die ist am Schluss, man sieht es ja auch in den Sternen, 2 Punkte wert. Ja, und jetzt das besondere Element von der Wertung. Ich habe ja noch 2 Karten auf der Hand. Eine muss ich jetzt ausspielen und zwar als Wertungskarte. Jetzt könnte man sagen, ja, Jörg, dann spielst du dann einfach eine deiner Karten dann aus, die dir einen Vorteil generiert. Ja, manchmal muss ich eine Karte aber auch spielen, die anderen Vorteil generiert, je nachdem eine Karte mit 3 Punkten, die ich jetzt hier beispielsweise ausspiele. Ich hätte auch diese Karte ausspielen können, aber da habe ich ja gar nichts von der Farbe. Da nehme ich dann doch lieber diese Karte und lege diese in der Mitte als neue Wertungskarte. Habe ich jetzt beispielsweise keine Wertung durchgeführt, weil ich jetzt nicht die Mehrheit erzielen konnte bei den einzelnen Wertungen, dann lege ich eine weitere Karte hin. Das heißt, das liegen dann je nachdem auch mehr als 3 Karten der Mitte. Wichtig nur, dass ich in meiner Aktion definitiv eine meiner 2 verbliebenen Karten offen in den Wertungsbereich dann ausspiele. So haben auch die anderen die Möglichkeit, sich dieser Karte zu bedienen. Tja, und was mache ich jetzt? Ich habe ja nur noch eine Karte auf der Hand. Na, jetzt ziehe ich nach. Ich ziehe jetzt wieder nach, sodass ich 3 Karten auf der Hand habe. Also gar nicht einfach. Die nächste Person ist dran, schaut die Karten an, spielt eine Karte aus, schaut, was für Wertungen möglich sind, wird dann wieder eine weitere Karte hier in diese Mitte ausspielen und zieht dann wieder auf 3 Handkarten. So spielt man das immer weiter, bis der Stapel aufgebraucht ist. Und so sammelt man quasi die Sterne, also die Punkte hier vor sich, die man am Ende zusammenzählt. Ein wichtiger Hinweis möchte ich euch aber noch geben, weil wenn der Stapel fertig ist, was passiert denn dann? Ja, die restlichen Wertungskarten, die werden noch vergeben an alle. Das heißt, man schaut nochmal drauf, wer bekommt jetzt welche Wertungskarte. Und dann hat man quasi seinen Stapel an Wertungskarten, also an Karten vor sich, zählt dann die Sterne und wer die meisten Sterne hat, hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich beim Fazit von Floral. Ein Spiel aus dem Hause Edition Spielwiese, Vertrieb über Rutter. Es ist vom Autor James Newman und Illustration Anton Fersig. Ja, auf der Rückseite steht leichter Einstieg. Definitiv ein leichter Einstieg in das Spiel. Die Mechanismen sind nicht schwer, es gibt sogar Übersichtskarten, wo alles nochmal dargestellt wird. Nur in der ersten Runde muss man das eine oder andere beachten. Das habe ich euch jetzt auch im Verlauf dieses Videos gezeigt, aber ansonsten findet ihr in 5 bis 10 Minuten in dieses Spiel rein. Zumindest was ich erlebt habe aufgrund der gespielten Partie. Und es geht ja auch recht schnell. Auf der Verpackung steht 15 bis 25 Minuten. Ich habe es damals auf der BerlinCon schon 4-5 Mal gespielt, zu Hause jetzt auch etliche Runden dann absolviert und mittlerweile liegen wir so bei 15 Minuten. Wenn wir es auspacken, dann spielen wir nicht eine Runde, dann spielen wir gleich 2-3 Runden, weil es wirklich sehr schnell geht. Es steht ab 8 Jahre auf der Rückseite drauf, aber es ist ein Spiel, das kann man spielen in Runden mit Familien, aber auch in reinen Erwachsenenrunden, was ich erlebt und gespielt habe. Also das funktioniert. 1 bis 5 Personen, na, ich habe es jetzt nicht solo gespielt, aber zu 2, zu 3, zu 4 habe ich auch einige Partien gespielt, also da funktioniert es wirklich und es hat einen besonderen Kniff, weil dieses Legen von Karten, wo man jetzt nicht unbedingt was beachten muss, das ist sehr einfach, sehr schön gelöst. Aber die Besonderheit ist, dass ich immer wieder eine Karte ausspielen muss, die als Wertungskarte dient und zwar nicht nur mir, sondern allen anderen. Also es wird nicht wie gewohnt oftmals eine Karte vom Wertungsstapel oder vom Nachziehstapel genommen und ausgelegt. Nein, ich bin gezwungen, eine meiner Karten auszuspielen, die als Wertung gilt für weitere Runden, sodass auch die Mitspielenden davon profitieren können. Und dieser Kniff, der gefällt mir richtig gut und verbunden mit einem einfachen Kartenspiel, Kartenplatzierungsspiel, ja, ist es wirklich ein gutes Spiel. Ein Spiel, was sich der eine oder andere sicherlich ein bisschen genauer anschauen sollte, wenn ihr gerade auch einfacher, schön gesellige Spiele mögt, wo man jetzt sagt, komm, da können wir sehr schnell losspielen. Das kann man für unterwegs perfekt mitnehmen und die Box ist wirklich randvoll mit Karten, auch gesteuert, abhängig von der Spieleranzahl. Es sind Übersichtskarten sogar dabei, sodass man das wirklich perfekt jedem erklären kann. Also insgesamt wirklich positive Überraschung zu Floral. Ein Spiel, was uns sicherlich auch noch lange Zeit begleiten wird, gerade für unterwegs, für kleine, größere Reisen. Definitiv ein Spiel, was perfekt ins Gepäck passt, aber was man auch gemütlich an einem Wochenende oder abends nach einem Feierabend, vielleicht nach einem anstrengenden Arbeitstag dann absolvieren kann. Und das ist definitiv Floral. Was eure Meinung dazu ist, ich bin sehr gespannt. Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben, sofern ihr es auch schon gespielt habt. Ansonsten bekommt ihr das Spiel fast überall im Handel. Oder schaut gerne über die unten genannten Links. Ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns ja automatisch. Das zu allen wichtigen Infos. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.